Servus und hallo zu einer neuen Folge ETS 2 auf unserem Kanal. Schön, dass du eingeschaltet hast und wir mit dabei bist. So, wir gucken uns aber auch an, was wir transportieren. Ja, wir haben hier diesen Schlepper wieder. Und wir transportieren ein Transformator. Und wir sind hier in Slowakei und fahren nach Tschechien. Ja, ich habe mich jetzt so ich habe diesen Auftrag ausgewählt, weil die anderen waren irgendwie hätten zu weit weggeführt und ich wollte einfach Richtung Deutschland, dass wir einfach auch da mal lang fahren. Und deswegen habe ich mich für diesen Auftrag entschieden. Genau, das war der Grund. Biegen Sie links ab. Also diesmal haben wir einen längeren Transporter ohne Begleitfahrzeuge. Abbiegung rechts vor Ihnen. Ja, biegen Sie rechts ab. Wir haben 272 Kilometer auf die Brust heute. Da wir kein Begleitfahrzeug haben, können wir es alles relativ schneller erledigen. Upsala. Und so können wir dann einfach gucken, was ich hier ein bisschen. Und die Kurve kommen wir langsam ist besser als schnell. So und sehr gut. Wir waren hier schon mal in einer der früheren Folgen. Deswegen konnten wir ja auch von hier wieder losfahren. Ja, ich habe mich entschieden. Weil ich wollte auch nochmal Richtung Ostdeutschland, aber ich bitte da Polen euch ein bisschen was zu zeigen. Um euch da ein bisschen was zu zeigen einfach. Was mir gut gefallen hat auch und deswegen. Ja. Dann sind wir aus der Reihe. Ihr wisst, normalerweise bin ich da jemand, der sagt, von Ort zu Ort weiterfahren. Aber diesmal, schauen wir uns mal den Transformer nochmal an. Wir haben hinten eine Leuchte. Wir haben nur eine Leuchte hinten, die ich auch angeschalten habe. Weil es natürlich auch wichtig ist, dass die sehen, was Sache ist. Ich glaube, dieser LKW hat nicht so viel Power und nicht so viel PS in der Haube. Weil sonst wäre es einfach, bleiben Sie rechts. Dann nehmen Sie die Ausfahrt rechts. Nehmen Sie die Ausfahrt rechts. Dann fahren Sie geradeaus. Kusitsche. Fahren Sie geradeaus. Ja, kein Stress. Oh, toll. Warte mal kurz. Ich muss mal kurz was an der Lautstärke ändern. Sonst fallen mir die Ohren ab. Und ihr könnt mich auch nicht so gut hören. Na, so. Ja, so ist besser. Na komm. Wir wollen nicht so viel PS in der Haube. Und deswegen.
Ah, wir können jetzt hier auch. Wir haben auch hier ein Navi, können wir ausschalten. Hier ein anderer. Ja, schaut euch mal an, der mit dem Holz überholt uns sogar. Also, das kann ja auch nicht sein. Haben die mir dafür einen LKW gegeben? Schön, eine tolle Gegend. Ja, schaffen wir die 50, schaffen wir die 50. Okay, die 50 schaffen wir. Schaffen wir die 60. Oh, ne, haben wir noch nicht geschafft. Wir haben die 50 noch nicht geschafft. Gucken wir 45 um. Krass. Schlechter LKW für diese Ladung. Eindeutig. Ich sitze hier noch ein bisschen bergig. Ich fahre nicht mal 30 Grad, Leute. Ich fahre nicht mal 30 Grad. Und wie es aussieht, wird es doch noch 2 Folgen diesmal. Aber herrliche Natur hier. Aber wir sind noch nicht mal auf die 50 gekommen. Wir sind dann auf die 80 gekommen, ob es hier erlaubt ist. Aber herrlich. Na, schaffen wir die 50? Jawohl! Sogar 60! Ich glaub's ja nicht! Und 80! Abbiegung links vor Ihnen. Biegen Sie links ab. Jawohl. Stopp. Stopp, habe ich gesagt. Mist. Schlechte PS, schlechte Bremsen. Leute, hier sind glaube ich 70 oder so. Also 50. Ich schaffe nicht einmal. Schaut euch das an. Und falls wir dann durch den Hang zwischen geworden, ich bin auf die Bremse gegangen, aber er hat nicht gebremst. Was für ein Schrott-LKW fahre ich hier? Nicht gegen Volvo, wohl heute gute LKWs. Aber in diesem Fall ist es Schrott. Ich kann nichts anderes dazu sagen. Außer dass ich jetzt zum ersten Mal ein Tempomat brauche, weil wir über die 50 sind.
Aber schöne Gegend, Leute. Schöne Gegend. Ja, sieht ihr uns sogar ein Kleinlaster. Oh, herrlich, Leute, herrlich. Also. Ah, es hält doch mal diese Natur an. Ist das nicht herrlich? Oh, ich gehe hier weg auch nicht. Ich gleich mal reingehen. Oh, herrlich. Also, schöne Strecke, also muss ich sagen. Oh, herrlich. Ups. Mal oben. Oh, herrlich. Jetzt passiert. Aha. Nochmal. So. Wollen wir auf beiden Seiten beenden. Sieht's aus. Tank sieht gut aus. Gut, warum nicht einhalten? Einfach herrlich. Oh, herrlich, also wirklich super. Bleiben Sie rechts, dann biegen Sie rechts ab. Geht nicht. Biegen Sie rechts ab. Na doch, geht. Ich dränge mich da irgendwie vorbei. Geht alles irgendwie.
Wir dürfen 90 fahren, Leute. Wir dürfen 90 fahren. Wer glaubt, dass wir das schaffen? Ab in die Kommentare. Die Kurven gerade mit 30 hier lang. Wir sind 60 hier lang. Wer glaubt, dass wir 60 schaffen? Ah, Hilfe. Mist. Ich bin gerade hängen geblieben kurz. Passt hier alles? Ja, das passt alles. Es ist gut. Weil ich bin gerade irgendwie mit dem Mikrofon hängen geblieben. Deswegen muss ich kurz gucken, ob alles in Ordnung ist. Weil es wäre blöd, wenn ich hier die Folge mache. Aber ihr könnt mich nicht mehr hören, das wäre natürlich auch ein bisschen so blöd. Aber ein bisschen so blöd wäre schon. Und ich mache heute meinen Aufnahmetag. Wir haben hier beschlossen, heute Aufnahmen zu machen und brauchen jetzt irgendwie wirklich bearbeiten. Und dann hochladen. Und der ATS-2 kommt hier auf unseren beiden Kanälen. Echen TV, ÖPNV und Drax und natürlich bei Simowelt. Und es ist natürlich dann viel Content, der ja bei Echen TV kommt, kommt ja auch bei Simowelt. Bei Simowelt kommen manchmal auch andere Spiele noch dazu, die jetzt hier nicht so laufen auf Echen TV. Wie zum Beispiel Wrestling, also WWE 2K22, wo ich den MyGM-Modus wirklich liebe und wirklich gerne spiele, auch privat gerne spiele, obwohl in meinem privaten Safe ja, derzeit einige schief läuft, macht mir trotzdem viel Spaß und Freude und ich werde auch demnächst mal wieder ein paar neue Folgen aufnehmen. Weil es einfach echt lustig ist, sich das anzugucken. Und upsala. La. Das ist halt das Problem, dass dieser LKW, er bremst auch langsam. Nach Ostrau. Zwischen 23 und Servus. Wir müssen nach Ostrau müssen wir eh. Ja dann. Lass uns halt kutschieren. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Ganz, ganz ehrlich gesagt. Machen wir Eingabe. Erwartung. Ja, 11.000. Wollen wir mal kurz gucken. Ja, ist eine eklig da. Ja. Macht nichts. Ich ärgere mich nicht so über diesen blöden
biegen Sie links ab. Also hier fährt irgendwo ein Zug. Biegen Sie links ab. Aber nicht bei uns. Andere Richtung. Abbiegung rechts vor Ihnen. Gut, Leute. Also, biegen Sie rechts ab. Tut mir leid, dass wir die Folge mit dem Unfall beendet haben. Aber dieser LKW hat zwei große Probleme, meiner Meinung nach. Hat zwei große Probleme. Das erste Problem ist die fehlende PS-Anzahl. Und das zweite Problem ist, dass die Bremsen... Bleiben Sie links. Dann biegen Sie links ab. Nicht so gut zu gebrauchen sind. Biegen Sie links ab. Ankunft. Wo wird es? Nein, keine Lust, heute einzupacken. Ausgezeichnet. Na super, wenigstens etwas. Wenigstens etwas. Und ich hoffe, euch haben diese Aufnahme-Session heute euch hoffentlich trotzdem gefallen, obwohl einiges schief gelaufen ist. Hoffe ich, dass es euch trotzdem gefallen hat und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ob ihr auf der EU-Roadnet oder auf der Standard-Map. Wir werden mal sehen, was einfach das nächste Update, wenn das nächste Update kommt, bevor ich aufnehme, dann sind wir auf der Seite unterwegs, sonst sind wir halt wir hier unterwegs, was natürlich auch richtig cool ist. Bis dahin würde ich mich natürlich über ein Like freuen, über Kanal, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Und bis demnächst, sehr schön, ciao, euer Andi, macht's gut und bis bald.